So, nachdem ich jetzt kurz davor war, zu verzweifeln an diesem Bossfight, habe ich jetzt beim vierten Versuch geschafft. Ein wirklich der mit Abstand härteste Bossfight. Übrigens, das geht weiter mit Taste of Celia. Hallo, ich bin selbst immer fix. Moin, moin. Wir haben hier mit einem harten Bossfight mit einer Al-Jul-Spion und haben im letzten Part echt mehr als ein, zwei Haare ausgezupft und den Kampf nochmal so geschafft. Und ja, nun habe ich den Kampf aufscreen gemacht und ich habe ihn geschafft. Ey, ich habe noch zwei Versuche gebraucht und jetzt halt hier geschafft. Es war hart, besonders weil dieser Bossfight sich immer geheilt hat. Es ist, theoretisch ist der Bossfight so easy, aber dann macht sie heilen, heilen und heilen. Ich hatte sie in dem Kampf auf 2000 Leben und dann hat sie ihre zwei Djinns gerufen und ich bin nicht mehr zu ihr durchgekommen und dann hat sie wieder 20.000 gehabt. Also, egal Leute, wir haben es besiegt und nun, wir sind im Fanmod übrigens und wir wollten die Lanze von Kressnik zerstören, doch die wurde leider an einen anderen Platz gebracht und deswegen können wir sie erstmal nicht zerstören und wir müssen erst herausfinden, wo sie ist und wir hoffen, dass dieses merkwürdige Irre-Mädchen es schon herausgefunden hat und wir ein paar Informationen auf die Art herausquetschen können. Okay. Bam! So, ihr seht nochmal, wie qualvoll. Oh, achso, stimmt, ich muss ja noch die Djinns besiegen. Jo, kein Ding. Also ich habe da richtig viel Items rausgehauen, aber geschafft ist geschafft, Leute. No, you're totally fine. Did I ask you? Excellent. I'm just getting started. That wasn't too bad. I should warn you. I'm still not used to the sensation of sweating during exertion. Couple that with my somewhat clumsy sword grip, and well, you might consider being a little more cooperative. Where is the lance? A secret passageway runs under the laboratory. It connects to Orta Palace. And that is? That's the palace Noctigal rules from. I've never heard of this passageway. Is it still usable? Only if you're a worm. It's caved in now. So we can't use it. Hey, get back here! Maxwell, one of these days, I'm going to rip that pretty face of yours to pieces! And you, pimple, listen up. Work, work, work as hard as that scrawny body of yours can handle, and you'll still wind up with only two things, Jack and Squat! Why do you say stuff like that? That girl has serious issues. Orta Palace, the enemy stronghold. We should be careful. I know. Let's check things out first. Guter Plan. Gewonnen hat der Rächer. Ja, was Rächer? Sie wollte sich rächen und wir haben sie fertig gemacht. Haben alle Charaktere nicht voll Leben wieder. Da müssen wir jetzt erstmal innen gehen, da ist auch einer. So, davor verteilen wir Lilien gucken. Also, das war jetzt mit der Abstand der erste härteste Kampf und besonders, weil sie ihre blöden Mystic Artis hatte. Warum haben Gegner Mystic Artis? Ich finde es so schlimm. Ich fand das so schlimm. Ganz ehrlich, also Mystic Artis, ich muss sagen, ich hatte bis jetzt nur ein Tales of Graces F habe ich bis jetzt überhaupt nur Mystic Artis hinbekommen. Bei allen anderen, keine Ahnung, also Symphonia, ich habe mir mal gelesen, da brauchst du irgendwie das Ultima-Schwert. Das Ultima-Schwert, das bekommst du nicht so leicht. Und deswegen habe ich keine Ahnung, wie man es da bekommt. Hier weiß ich, dass man das irgendwie auf dem Sperrobrett bekommt. Nicht Sperrobrett, das war Fall 10 schon wieder. Sondern auf dem lieben Kugelnbrett, dass du irgendwas freischalten musst. Aber ich weiß auch nicht, was, also aber das sind halt so ultra starke Artis eben. Und wir haben ja eins gerade gesehen, was uns hier schön Ärger bereitet hat. So, jetzt habe ich auch mit der Leia hier die nächste Kugel hier freigeschaltet. Und ich glaube, wir haben nicht Level Up. Ich brauche mit Elvin brauche ich 2 Level Ups und mit Drew brauche ich noch 1 Level Up. Dann kann ich hier, ich glaube, hier ist das Mystic Artis, wildes Gebrüll. Das glaube ich ist es, aber ich kann es auch nicht beschwören. Na egal. Hören wir uns kurz die Skizze an und machen danach ein ganz kleines Nickerchen. Skizze. Why did that Agria girl say such awful things to me? Is that wretched little urchin actually nobility? Yes, I do believe that she is the scion of the Travis family. The Travis estate was destroyed by arson a few years ago. Most of the Travises died in the blaze.
She lost her whole family? No wonder she turned out that way. How interesting. You can sympathize with someone you despised mere seconds ago. Yeah, I guess that's the kind of thing Agria would say reeks of naivete. Perhaps she would. But I find it to be a kind and gentle smell. I agree. Oh dear, perhaps we're starting to smell a bit cheesy ourselves. Thanks, you guys. Fand ich auch gut, wie sie halt wirklich genau die Leia anmutzt. Und hey, jemand ist nichts, ist unreifer als Leia. Das ist auch unmöglich, Leute. Aber wir haben jetzt jemanden gefunden. Immer etwas. Und so bekommt die Leia ihren Erzfeind. Na, jeder in diesem Spiel braucht noch einen Erzfeind. Von Jude ist der Erzfeind Eva. Von, okay, von Rowan, das ist sogar ein echt ernstzunehmender Erzfeind. Das ist ja langweilig, das ist ja der Nachtigall. Bei der liebenden Mila ist es wahrscheinlich, keine Ahnung, Gaius. Und auch Nachtigall. Und eigentlich jeder. Die Mila hat nur Erzfeinde. So, boah, Leute. Schaut euch das mal an. Das ist der Palast des... Ist ein riesiger Baum? Wow. Das ist der Palast, wo Nachtigall ist. Der Orderpalast. Eindeutig eindrucksvoll. Leute. Dass der sich hier gebaut hat für eine kleine Villa. Huh. I figured security would be tighter than this. I don't suppose we could just charge inside. That wouldn't be prudent. This is their stronghold. Rowan? What's the matter? I was just weighing options. I think Jude might have the right idea here. Whoa, hey now, are you serious? For once, Mila's telling us to be cautious and not charge in. Do you have a plan? More of a hunch, actually. Shall we test it? If it's good enough for Rowan, count me in. Stop right there! Leute, ich mag das Spiel, aber es ist das Spiel, wo die Charaktere eindeutig die schlechtesten Pläne haben. Dagegen kann man nichts sagen. Plan besteht immer drauf auf! Truff, 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 wie man so schön sagt. Was anderes, andere Pläne gibt es in diesem Spiel nicht. Die Pläne bestehen immer drauf, draufhauen und hoffen. Wird schon gut werden. Ich bin ja ein Geist. Ich werde ja in 20 Jahren einfach wieder den gleichen Körper haben wie jetzt. Und geht schon. Alles in Ordnung. Ganz ehrlich, es ist so. Es ist so schlimm. Es war gerade eine miese Attacke. Es war der blöde Zauberer. Oh, das ist ein Zauberer, das habe ich gar nicht gesehen. Um den müssen wir uns kümmern. So. Aber das fand ich schon gut. Einfach draufhauen. Ist ja nur der König. Der Palast des Königs. Des mächtigsten Mann im ganzen Land. Da werden schon nicht so viele Wachen rumstehen. Oh, ist das schlecht, Leute. Any reinforcements? Looks clear. But this is the king's house. Shouldn't he have more soldiers? It could be a trap. No doubt the Rashagal army has already been deployed for war with Azul. But wouldn't they tighten security around the royal palace in wartime? Except for the natural and man-made barriers that protect Fenmont in the north and south, it has few defenses in the event of a siege. If the enemy army breaches its walls, the city is as good as fallen. Troops are wasted here in wartime, so the majority of them are deployed to fortify the naval defenses and Fort Gondala. That makes sense. But it also means war is imminent. We can't waste this opportunity. Indeed. Das wundert mich aber trotzdem, dass es da so leicht einfach reingeht. Aber naja. Manchmal muss auch unsere Truppe mal Glück haben. So, dann suchen wir die Lanze von Kresnik. This is a Lotus Ring, a device that ferries people throughout Order Palace. We must use it to proceed further. All aboard?
Okay, dann schauen wir uns das mal an. Speichern wir aber trotzdem nochmal kurz davor. Ich erwarte mir das Schlimmste. Vielleicht ist es ja doch ein Hinterhalt und irgendjemand wartet da am Ende auf uns. So. Tippen wir aber davor, hören wir uns also noch kurz die Skizze an. Order Palace. Wow, Order Palace is huge! And it's so sparkly and pretty! I've never seen anything like it! The entirety of Orta Palace was made out of a single lumen tree. They channeled spirits to grow it into the shape of this giant palace in just 5 years. This is a single tree? Wow! Their spirit arts are incredible! Oh! You guys actually believe me? No! Not at all! We just thought it sounded true! Isn't that the same thing? Er tut sich schon gerne ärgern. So, jetzt E1 will ich natürlich hin. Okay, dann schauen wir mal. E1, was gibt's hier Schönes? Eine Tür, die verschlossen aussieht? Oder merkwürdig zumindest. Huh. Gegner. Es war eine Falle. Nee, ich weiß es nicht. Was wartet da Schönes auf uns? Wächterskorpion. Okay. What is this thing? I admit I haven't seen anything like it before. It seems to be an odd design specifically for security. I've never seen such a thing. I guess just walking through was too much to hope for. Naturally. But this won't be enough to stop us. Geh, wie er sagte, Simila. Also wenn das das Schlimmste ist, was die hier auf uns wartet, dann denke ich, sollte das machbar sein. So, die Frage ist natürlich auch im Endeffekt, ob wir natürlich auch eine Chance überhaupt, das muss man ja auch bedenken, ob wir überhaupt am Ende eine Chance gegen Nachtigall haben, weil man darf ja nicht vergessen, die letzte Begegnung zwischen der Mila und Nachtigall hat ja so geendet, dass die Mila ihm nicht mal einen Kratzer verpassen konnte. Und ja, also auch wenn Nachtigall hier ist und sollte es so leicht sein, an die Wand zu kommen, dann sollten wir es auch nicht vergessen. So, ich will jetzt, dass Shooten Level Up hat. Dann kann ich endlich ein... Ich glaube, Mystic Artist. Ich bin mir fast sicher, dass man da eins dann bekommt. So, guck mal, das Order Plus. Okay, wir können einfach weiter. Gut, Jason hat ein paar Wachen. Und Ross bist du. Wir gehen erstmal durch die Mitte. Durch die Mitte geht man normalerweise immer. In der Mitte geht es immer weiter. So. Oh, diese blöden Wachen. Naja. Irgendwas wollte ich noch sagen. Ich weiß noch mal was. Ah, egal. War schon nicht so wichtig. Wir tun mal Elvi Boy rein. Denn Elvi Boy macht immer schön viel Schaden. Wenn er mal kommt. Habe ich so das Gefühl, der braucht einfach mal 10 Sekunden länger als alle anderen Charaktere, um überhaupt mal reinzukommen. Aus dem blöden Schutzstoß, den total nichts bringt, wenn 4 Leute von mir Seite auf ihn draufhauen. Das ist so schlecht, Leute. So, wir gehen durch die Mitte. Zack, und Pilzpulver. So. Es sind echt nicht viele Wachen. Aber es sind trotzdem, also ganz ehrlich, die Wachen sind jetzt schon stark. Also besonders diese blöden Magier, um die müssen wir uns unbedingt kümmern. Wir dürfen keinen von denen nur eine Sekunde in Ruhe lassen, weil sonst... Machen sie. Deine plant ist doch schon nicht, sehe ich doch. Weil die können ja diesen einen Zauber machen, dass sie unsere Charaktere verwirren. Das haben wir beim letzten Mal schon wieder gesehen. Und das ist so nervig, Leute, wenn unsere Charaktere verwirrt sind. So. Da ist einer, da kümmert sich Rowan drum. Oder? Rowan. Ach, dann wechseln wir Rowan rein. Aus und tun wir Elvin rein. So. Ich hoffe nur, dass wir stark genug sind, weil, also ganz ehrlich, gegen den Bossfight gerade eben, da hatten wir jetzt echt Probleme. Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir oft in diesem Spiel echte große Probleme haben, aber dieser Boss war jetzt leider eins von denen. Und Jude noch 3000 Erfahrungen, das heißt ungefähr 10 Kämpfe, dann können wir wie ein Mystic Art. Oder nee, war da gerade Elvin ein Level Up? Elvin hat doch gerade ein Level Up, oder? Warte. Ah nee, Elvin hat ein Level Up, der braucht da immer noch eins mehr. Stimmt. Ich dachte, ich kann jetzt ein Mystic Artist lernen. Und übrigens, habe ich ja schon mal gesagt, dass ich so ein merkwürdiges Blockviech gesehen habe. Das habe ich vor Urzeiten schon mal gesagt. Ach, jetzt habe ich auch mit der lieben Nelis das. So, dann gehen wir mal darauf. Was so ultra... Nee, wartet. Wartet. Wir sollten... Das Mystic Artist haben. Also, ich glaube, es ist hier. Höllenröster. Das hört sich so speziell an. Vollendes Artist gelernt. So, erstmal. Elvin, natürlich kommst du jetzt rein.
Nee, ich möchte dich natürlich in der Party haben. Ich bist du mir doch der Liebste. So, du bist mir doch immer der Liebste. Tu mal kurz mal Rowan hier raus. Dann gehen wir auf Artis bei ihm. Ich habe natürlich keine anderen ausgerüstet, aber Höllenröster. Anyway, das will ich jetzt testen. So, und das ist dieses merkwürdige Blockviech. I can't believe I'm visiting Orda Palace. It's like a dream. Ja, da haben wir ihn. Dieses Viech, das wird jetzt ein harter Kampf. Oh, besonders weil ich... Ich muss leider zu Mila wechseln, sorry. Aber... Warte, wie kann ich nochmal Charakter... L1, stimmt. L1! Wo ist denn Mila? Ich habe ja Mila ausgetauscht. Ich bin so schlecht. Ich muss unbedingt Mila spielen, weil diese Viecher sind ultra stark. Das sind so irgendwie... Mir wurde gesagt, wie es ist. Ich bedanke mich dafür, wie die heißt, dass mir gesagt worden ist, auch wenn ich leider nicht mehr weiß, wie die hießen. Also Bakuda steht ja da. Und ihr seht ja, gegen alles Resistenz, saumäßig viel Leben und auch relativ starke Attacken. Ich fände es jetzt sehr cool. Wir sind mit Elvin gelinkt, okay. So, also ich habe irgendwo mal gesehen, wie Mystic Artist geht. Man muss eben dafür den Link haben und dann muss man den eben, kann man das eben benutzen. So, und ich will das jetzt unbedingt mal testen. Elvin, habe ich nicht TP anhäufen gemacht? TP anhäufen? Pass auf, dass die TP nicht unter 50% fallen, ja. Stört irgendwie niemanden. Sie sind trotzdem alle hier die ganze Zeit an. Nee. So, und jetzt Elvin? Und jetzt weiß ich nicht, auf was ich das gelegt habe. Okay, es war doch keiner. Okay, es ist doch kein Mystic Artist. Schade. Man konnte ja hoffen. Ich hätte mir gewünscht, dass dieser Höllenröster ein Mystic Artist ist, aber leider ist es nicht so. Aber egal. Zum Testen war es mal wert und irgendwie werde ich schon mal... Ich will einmal Mystic Artist in einem K-Spiel haben. Okay, also ein Tales of Graces bekommt man, ihr seht auch, man bekommt 2000 Erfahrung, was gar nicht mal so schlecht ist. Arcanum Mystic Artist, warte, jetzt muss man es lesen. Solange du im Zustand der Grenzbestattung befindest, kannst du ein mächtiges Mystic Artist wirken. Halte hierzu X gedrückt, nachdem du den Gegner mit einem Arcanum Artist getroffen hast. Die Verwendung eines Mystic Artist beendet den Zustand der Grenzbestattung. Okay. Also, war es doch das Mystic Artist, ich hab's noch nicht richtig eingesetzt. Ich bin so blöd. This is breaking and entering. Welcome to Rashagal's Most Wanted. Most Wanted, das ist auch ein schöner Titel. Jetzt muss ich aber erstmal wieder die Leiste voll bekommen. So, jetzt laufen wir mal als Elvin rum. Boah, ich fühle mich auf einmal so stark. Also, posermäßig. Ich glaube, ich muss erstmal Jude mal ein bisschen wieder umarmen und fuppen. So, ey, eigentlich wollte ich doch weiter. Ich weiß aber nicht, wo es weitergeht. Dann gehen wir mal hier lang. So, 13 Minuten haben wir noch. Dann spielen wir halt mal ein bisschen mit Elvin. Oh, wie er cool mit der Knarre schießt. Bam! Bam! Oh, haut es rein. Boah, aber Elvin, er ist schon echt schwerfällig, wenn man ihn hier spielt. Mit seinem dicken Schwert hier. Bam! Bam! Und dann Knarre. Das ist, gefällt mir aber. So, ich spiele trotzdem ehrlich gesagt lieber Mila. Aber ich möchte jetzt unbedingt mal dieses Mystic Artist testen. Das Blöde ist halt, mit keinem anderen Charakter werden wir es zumindest für die nächste Zeit erstmal bekommen. Weil, ja okay, mit Jude werden wir es bekommen und bei den anderen brauchen wir noch 2 Level-Ups. So, Ordeplast, Wachgarnison 2. Hey, guten Tag, ich bin's Elvin. Boah, ich fühl mich gerade einfach so stark und cool. Hey. Boah. Jude, manchmal bist du echt zu langweilig. Oh, ein Beutel. Und in dem war was zu essen drin. Jetzt haben wir das Essen von jemandem geklaut. Nein, die sehen alle so aus, als würden sie um Hungertod nagen, gell? So, da kommt erneut Wachen. Aber das sind diesmal keine Skorpione. Das sind Waschstatuen. Schattenknüppel. So, komm. Ach, wisst ihr was, wenn man das jetzt erstmal, wir wechseln jetzt erstmal zu Mila, hauen die ganze Zeit jetzt erstmal auf den drauf und wenn wir das dann voll haben, können wir dann immer noch unser Mystic Artist machen. Auch wenn ich nicht genau weiß, wie das gehen soll. Also wartet mal, ich wähle kurz mal Elvin aus und dann... Ah, jetzt habe ich Demon Song gemacht und werde einfach wegkatapultiert. Höllenröster, okay. Links. Also ihr seht, jetzt habe ich es gemacht und ich muss dann...
Ich weiß trotzdem nicht, wie ich das machen soll. Ich muss X gedrückt halten. Warum muss ich bitte X gedrückt halten? Das verstehe ich nicht so ganz, weil... Ganz ehrlich, warum soll ich X gedrückt halten, wenn ich das mit Kreis aktiviere? Egal, wir hauen einfach drauf, bis die Schwarte kracht. So. Jude hat ein Level Up. Elvin, wir scheißen auf dich. Jetzt brauchen wir dich nicht mehr. So, jetzt hat er auch seinen Mystic Artis. Ich will den Mystic Artis haben, Leute. Ich hoffe, es ist ein Mystic Artis. Ich weiß es halt nicht. Wildes Gebrüll. Bro, das hört sich schon so. Wow, ist einfach ein Mystic Artis. So. Gut, dann haben wir hier Wildes Gebrüll. Mit Drew kämpfe ich schon lieber, ehrlich gesagt, weil mit dem kann ich immer halbwegs gut kämpfen. So, Mila natürlich wieder als Anführer nehmen. Und dann muss ich dich aber leider raus haben, mein kleiner Elvin. Ich frage mich, ob die Mystic Artis eigentlich auch alleine einsetzen können oder ob wir das denen immer sagen müssen. Egal, erstmal gehen wir weiter. Zu E2. So, was gibt's hier Schönes? Wachen, noch mehr Wachen. Und ratet mal, was gibt's noch? Noch mehr Wachen. So, 10 Minuten haben wir noch. Eigentlich muss ich ein bisschen früher aufhören, aber ich muss schon hin. So, so mit dem möchte ich mich doch linken. Mit dem Judy-Leinchen. So. Jetzt genau das, was ich nicht wollte. Bitte, keiner ist verwirrt, okay. Verflucht, aber das ist nicht so schlimm. So, wir machen das dann so. Wir nehmen dann Jude, wenn die Anzeige voll ist. Das wird nicht in diesem Kampf mehr sein. Aber im nächsten Kampf wird es dann so wahrscheinlich der Fall sein. Ich muss es vielleicht noch ausrüsten. Das wäre gar nicht mal so blöd. Wir machen das. Auf was machen wir das? Blö. Er hat sogar aktiviert, dass er es machen soll. So, okay. Ah, die Anzeige ist gerade steigt sie mir zu wenig. So, normalerweise kriegen wir sie immer sofort voll und jetzt irgendwie kommt es mir so lang vor. So. Artis? Jude? Hä? Warte. So. Nein, nicht an. So, Anführer. Artis. So, jetzt können wir es ja richtig auswählen. Und dann machen wir das auf R. Machen wir es auf R oben, okay. Okay, dann schauen wir mal. Mit Jude sollten wir mal ein bisschen kämpfen können. Und mit dem haben wir auch lange Zeit so gekämpft. Auch wenn es mir so vorkommt, dass mir meine Anzeige gerade voll weit runtergegangen. Ich war doch gerade voll und jetzt ist sie irgendwie nur halb voll. So, schön draufhauen. Das macht natürlich diese Attacke. Ich glaube, es war, weil wir, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. So. Gleich ist die Anzeige voll, Leute. Gleich ist die Anzeige voll. Oh, ich bin so gespannt. Ich will unbedingt das Mystic Artis bekommen. Ah, ich habe keine Lust auf Kisten. Ich möchte das Mystic Artis machen. Ich muss es eigentlich gleich aufhören. Aber ich muss Mystic Artis noch davor einsetzen. Ich werde es wieder nicht hinbekommen. So, dann gehen wir mal da lang. Ja, da ist doch ein Gegner. Komm, da suche ich ein einziges Mal Gegner. Ein einziges Mal in diesem Spiel suche ich echt Gegner, gegen die ich kämpfen will. Und dann kommt irgendwie keiner. So, komm. Schön, Jude. Ich weiß nur. Ich bin da raus. Das Problem, was ich nur gerade habe, ich habe keine Ahnung, wie ich ein Mystic, mit ihm ein Artis überhaupt einsetze. So. Okay, Zerstörungsblast. Ah ja, okay. Okay, dann haben wir schon mal eins. Weil ich wüsste sonst kein Kombi-Artis, was ich mit ihm machen soll. So, komm. Sehr schön. Ja, hübsch. Verflucht mich doch alle. So. Und dann du noch. Und beim nächsten Kampf. So, jetzt haben wir es voll. Also beim nächsten Kampf können wir dann loslegen. So, komm. Entschuldigung. Ich muss aber den. Oh, danke schön. Gerade muss ich mal was Wichtiges ausprobieren. So, ist ja irgendwo ein Gegner. Ah, 5 Minuten noch. Ich würde sagen, nach dem Kampf machen wir jetzt dann auch aus. Brauche ich einen Speicherpunkt. Ach Leute, ist das alles schlimm. So, jetzt. Nee, ich hatte es doch. Ich weiß nicht, was ist los. Ich will. Ich drücke die ganze Zeit. Ich habe keine Ahnung, ganz ehrlich, wie ich das aktivieren soll, Leute.
Ich verstehe das echt nicht. Ich hab's ja... Okay, also ich hab's versucht, aber es hat nicht geklappt, irgendwie X gleichzeitig zu drücken und gleichzeitig dann auch noch die Taste eben. Das klappt irgendwie nicht. Aber ich werde mich nochmal informieren. Ich muss jetzt leider eher aufhören. Und ich versuche dann im nächsten Part, dass wir dann einmal so ein cooles Mystic Artist sehen. Nein, ja, ich habe euch die ganze Zeit gesucht. Ich habe euch die ganze Zeit gesucht. Und jetzt, nee. Jetzt einfach nee. Jetzt mache ich nochmal einen coolen Breakdance. Oh, oh. Oh. Schau mich an. Schau mich an. Oh, bin ich cool. Der war nett. So, und dann würde ich sagen, Leute, machen wir jetzt einen kleinen Cut. Ich muss jetzt nochmal nach unten laufen und speichern. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Obwohl, man kann eigentlich die Schnellspeicherfunktion machen. Ach, egal. Ich mag keine Schnellspeicherfunktion. Klappt mir eh nie. Dann würde ich sagen, sehen wir uns das beim nächsten Mal wieder. Und hier mit Tales of Celia. Bis dann. Ich war's heute mit Smurfix. Und bis zum nächsten Mal, wo wir dann Mystic Artists benutzen werden und Nachtigall töten werden. Bis dahin. Ciao.